Danke für dein Kommen. Ihr habt euch gegenseitig verdient. Gott segne euch. Bitte kommt und nehmt Platz. Fülle dein Herz mit neuer Hoffnung. Möge Gott dich und deine Familie segnen. Seht, wer kommt da? Jesus! Seht, Jesus kommt! Sei willkommen, Meister. Deine Anwesenheit ist für uns ein wahrer Segen und eine große Freude. Willkommen, Meister. Willkommen, Meister. Willkommen, Meister. Willkommen. Willkommen, Meister. Willkommen. Bitte, nimm etwas davon. Bring mehr vom Wein. Ja, mein Herr. Ich werde sogleich mehr bringen. Wir haben keinen Wein mehr. Wir haben keinen Wein mehr. Was sollen wir tun? Woher bekommen wir zu dieser Stunde ausreichend Wein? Oh, ist das schrecklich! Jeder wird wissen, dass wir nicht genug Wein gehabt haben. Wir haben keinen Wein mehr.
Sie haben keinen Wein mehr. Was willst du von mir, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was sollen wir tun? Was er euch sagt, das tut. Füllt die Krüge mit Wasser. Schöpft jetzt und bringt es dem, der für das Festmahl verantwortlich ist. Jeder setzt zuerst den guten Wein vor und erst, wenn die Gäste zu viel getrunken haben, den weniger guten. Du jedoch hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Welch ein Wunder! Das Wasser hat sich in Wein verwandelt. Ein Wunder! Es ist wirklich ein Wunder! Danke, Mutter, für dein Eingreifen. Du bist unsere Hilfe. Jesus hat das getan, weil du ihn darum gebeten hast. Du hast uns geholfen. Wir sind dir von ganzem Herzen dankbar. Wahrlich, du bist unser Herr und unser Gott. Wahrlich ein guter Wein. Nikodemus, du bist ein Lehrer. Kannst du uns erklären, wie das möglich ist? Wie kann sich Wasser plötzlich in Wein verwandeln? Noch dazu in eine so außerordentlich gute Qualität. Wer ist dieser Jesus? Niemand kann die Zeichen tun, die du tust, wenn nicht Gott mit ihm ist. Das ist ein übernatürliches und historisches Ereignis. Genau.
Eine vollständige Verwandlung der Natur des Wassers in eine andere Natur. Wie ist das möglich? Nur Gott kann die Natur einer Schöpfung verwandeln, denn er ist der Schöpfer. Aber dieses Zeichen bestätigt die Verwandlung. Wir alle glauben an dich. Du bist der Messias. Danke, Nikodemus. Aber das ist schwer zu glauben. Normalerweise erschafft Gott doch aus dem Nichts. Dies könnte ein Zeichen des Herrn für seinen Plan sein. Er hat verheißen, alles wiederherzustellen und die ganze Menschheit zu erneuern und unsere sündhafte Natur zu einer neuen Schöpfung zu machen. Man kann es Verwandlung, Vergöttlichung, ja sogar Transsubstantiation nennen. Erschafft er uns so ein neues Herz, wie König David es vom Herrn erbeten hat? Ist es dasselbe, wie es auch bei Ezechiel geschrieben steht? Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch. Absolut richtig. Das ist nur durch Transsubstantiation möglich. Ich glaube, Jesus ist die Antwort. Ich werde versuchen, mit ihm zu sprechen, um mehr darüber zu erfahren. Mein Herr und mein Gott. Habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. So tat Jesus sein erstes Zeichen in Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn.